Mit über 50 Stundenkilometer die harsche Piste am Braunen Neck runter. Das soll auch ich gleich ausprobieren. Und ein bisschen fürchte ich mich. Aber erstmal muss ich ja rauf. Und das reicht mir eigentlich schon. Das Teil sieht zwar aus wie eine einfache Luftmatratze, aber heißt Airboard. Und wer hat's erfunden? Die Schweizer. Jetzt wird der Funsport auch in immer mehr bayerischen Skigebieten angeboten. Denn wie mir geht's vielen. Skifahren finde ich teuer und der Schnee und die Skitage werden immer weniger. Diese ganze Situation, wer geht noch Skifahren, wie viele Menschen gehen Skifahren, hat man dann doch irgendwann mal gesagt, hey, also so eine Alternative auch zu erschaffen. Und deswegen, und hier bietet sich die Möglichkeit. Airboarding, ein Wintersport, den ich in einer guten halben Stunde gelernt habe. Ganz anders als Skifahren oder Snowboarden. Und Spaß macht's ja, aber ich musste mich auch ganz schön überwinden. Lenken soll ich, soweit das geht, mit Gewichtsverlagerung. Bremsen? Auweia, das ist bei dem harten Schnee eher schwierig. Und so ganz ungefährlich ist es auch nicht. Ohne Helm würde ich nicht nochmal fahren.